Ist das eine Schlange? Oder ist das einfach nur irgendwie Grafikfehler? Was ist das da? Vor allem, was ist das da? Das sieht so merkwürdig abgerundet hier alles aus. Aha. Was ist das? Ist das eine Mauer? Gebaut aus... Was ist das? Ist schon gut. Nee, ich glaube, ist nicht wirklich gut. Ist das Blut? Kann ich hier was machen? Oder ist das etwas, was erst noch später kommt? Ist das die Weltenschlange? Ich habe das Gefühl, dass ich früher oder später die Weltenschlange erschlagen werde. Naja, ich siege mal zu diesem komischen Licht da hinten. Ist das ein Schiff? Ich glaube, ich sehe etwas. Da hinten in der Mitte des Sees. Ist das ein Haus? Das sieht aus wie eine Art Leuchtturm. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Ja, dann les mal. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du's tun? Sieht dieser Blick so aus? Die Axt kommt nicht zurück. Die schuppige Wand hat sich bewegt. Ja, die Weltenschlange. Festhalten, Junge! Wie hieß die Schlange nochmal? Jumangade oder so? Was ist das? Mann, dein Gebiss sieht aber hässlich aus. Hey, danke. Bleib ruhig, Junge! Bin ich! Das ist toll! Siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Ja, vor allen Dingen ist sie hier und da so ein bisschen blutig und hat offenbar die Sprache der Subwoofer gelernt. Anders kann ich mir gerade nicht so erklären, warum der Bass so abartig krass ist bei dem Ding.
Bei dem versteht man ja gar nichts außer Subwoofer. Was zum Geier ist das für ein Vieh, ey? Wo ist das Ding hier? Wir haben die Weltenschlange von Midgard geweckt. Vater dachte, dass sie uns fressen will, aber Mutter sagte immer, dass Jörmungandr eine freundliche Riesin sei. Sie? Nach der tiefen Stimme habe ich das aber jetzt irgendwie nicht gerade vermutet. Aber okay, kann natürlich sein, ist ja ein riesengroßes Vieh. Sie versuchte mit uns zu sprechen, aber ich konnte sie nicht verstehen. Ja, bei dem Subwoofer-Sound. Ich frage mich, ob das die Sprache aller Riesen ist. Momentan scheinen wir sie nicht zu interessieren. Ich möchte mit ihr reden. Ich habe so viele Fragen. Wo kamen sie her? Was macht sie den ganzen Tag? Außer vielleicht durch die Gegend rumliegen und hier und da den ein oder anderen See ein bisschen trockenlegen. Was frisst sie? Vielleicht gibt es einen anderen Weg, mit ihr zu sprechen. Ja, mit einem Subwoofer. Danke, ja. Ne? Muss halt nur XXL-Größe sein. Bleibt die jetzt da? Ah, scheinbar. Ja gut, was haben wir denn hier? Haben mehrere Tempel oder was? Oder warum haben die hier mehrere Runen stehen? Das ist mal eine Statue. Wer hat sie gebaut? Ich weiß es nicht. Irgendjemand. Und habe ich das da vorhin richtig gesehen gehabt? Oh, gut. Wir sehen uns also ein bisschen um. Wenn wir unsere Reise fortsetzen wollen, müssen wir hierher zurück. Ja. Habe ich das da vorhin richtig gesehen gehabt? Jörmungandr hat die Axt ausgespuckt und dann war die Waffe eiter getränkt. Also eiter getränkt sozusagen. Sorry. Ich glaube, ich habe da gerade eine Leiche weggeschoben. Hey, das ist ein Eingang. Möchte ich? Na, natürlich, Hacksilber. Klar, was auch sonst. Kann ich hier rein? Oh, ich kann hier nicht rein. Warum? Kann Kratos nicht schwimmen oder was? Weißt du, erst nicht lesen können und jetzt auch noch nicht mal schwimmen können oder wie? Was kann er überhaupt, außer mit einer Axt durch die Gegend schwingen? Kann ich vielleicht die Rune hier anwerfen? Nein, ich kann ja noch nicht mal irgendwas werfen. Okay. Schade. Dann heißt es wohl offenbar hier auch diese komische Brücke drauf, oder was? Oh, da ist noch eine Kiste. Da haben wir doch noch eine fette Kiste. Wie komme ich da hin? Können wir hier anlegen? Ja, will ich. Sonst würde ich ja nicht hinkommen. Achso, stimmt ja, Kompass. Deswegen habe ich einen Kompass bekommen. Das soll ein Geheimbereich sein. Wachturm. Sieht das hier aus, als wenn hier irgendwie ein Wachturm wäre? Vor allen Dingen, wie soll das ein Geheimbereich sein? Das Ding ist doch so offensichtlich. Was? Oh, hey, Besucher. Über dir, Vorsicht! Ha, ha, ha. Noch nicht bereit, leider. Oh. Da, verdammt, bleib hier. Nun, dein dämlicher Klubscher. Ich kann nicht mehr. Was? Junge. Du hast gerade mal ein, zwei Pfeile geschossen, mehr nicht. Was steht da im Eintrag? Ja, sorry, da habe ich jetzt unterbrochen wieder. Diese Nachtmare greifen mich an, um mich kampfunfähig zu machen, aber Vater kann sie aufhalten. Hoffentlich. Das ist wohl der echt hilfreichste Eintrag ever. Eine Art Zeichnung. Vielleicht eine Karte? Oh, vielleicht eine Schatzkarte. Was? Königreich des Jägers. Was ist das für ein Name? Mutz Sognir, Herrscher über Mann und Bestie. Ich besuchte sein Königreich, um zu sehen, ob er alles zum Schmieden der legendären Rüstung hatte. Aber ich sah nur Tod und Leid. Diese Gabe ist für all diejenigen, die unter des Zwergenkönigs Weg zum Ruhm litten. Okay, ein seltener Zauber, ein Stück Leibtre... Was für ein Ding? Leibtre-Legierung? Was? Leibniz-Keks oder was? Um 5 Stück festen Zwartalfheimstalls und... Hacksilber, glaube ich. Das hört sich ja toll an. Warum sind hier random irgendwelche... Oh, da komme ich ja gar nicht ran. Warum komme ich da nicht ran? Was soll das? Da komme ich auch nicht ran. Oh, was? Wie? Nein, ist nicht dein Ernst. Okay, da suche ich mir erstmal die Glocken. Okay. Da schnappe ich mir erstmal eine Item. Ist bestimmt nur Hacksilber.
Vorsicht einmal draufkloppen. Da geht doch. Ja, jetzt gehen sie wieder nach oben. Das habe ich mir schon gedacht. Na, krieg ich wieder ein Trinkpäckchen? Ja. Nein, Apfel. Hey, meine Gesundheit. Nice. Ich hab mehr Gesundheit. Ja, ist aber ein ganz gutes Stück. Ja, und wie geht das Ding hier runter? Irgendwie muss er da auch noch gehen. Was soll der Mist? Warum geht das nicht? Guck mal, ich kann hier hochklettern? Warum? Oh. So geht's hier nicht weiter. Was ist das denn? Ist das ein Goldklumpen? Na ja, toll. Den kriege ich aber jetzt nicht weg. Den kriege ich aber jetzt nicht weg. Und irgendwie kriege ich auch diese verdammten Stacheln hier nicht weg. Haben wir hier vielleicht einen Weg? Ja, wahrscheinlich nicht. Wie kriege ich den Atreus jetzt da hoch? Ja, toll, meine Axt ist im Wasser gelandet. Warum zum Geier ist da oben eine Vase? Wie zum Geier kriege ich Atreus jetzt da hoch? Wahrscheinlich gibt es irgendwie noch irgendwo einen anderen Weg. Wahrscheinlich irgendwie auch eine Vorrichtung ist, damit ich das Ding hier runterfahren kann und die Item da kriege. Na gut. Dann ist das halt so. Da ist eine Kette, wo man hochklettern könnte. Aber da komme ich so nicht hin, glaube ich. Haben wir da noch irgendwas auf der rechten Seite? Eis. Gletscher. Oder was? Oh, da ist was, da ist was am Leuchten. Ich will haben, was da ist. Sorry. Kommt halt vor. Das. Ach, wieder so eine komische Leuchtesache. Wie kann das ein geheimer Bereich sein? Ja, hallo? Kratos? Du sollst parken! Ich hab doch Kreis gedrückt! Na, geht doch! Ist Kratos mal kurzfristig zum Parken zu blöd gewesen? Schade, kein Gegner. Lass ich mal liegen. Junge, hierher. Ja, Vater. Oh. Bist du so ein... Was? Mach dich bereit, Junge. Ja, toll. Ich lese aber erstmal, ja? Inselfeuerschalen entzünden. Ich konnte diese Feuerschalen entzünden, indem ich die Runen gelesen habe. Vielleicht eine Art Zauberspruch? Um den See der Neuen gibt es bestimmt noch mehr davon. Gab es hier mehr Menschen, bevor das hier ein See war? Wo sind sie alle hin? So viele Fragen. Ich wünschte, wir könnten die Weitenschlange fragen. Ja, was ist das denn für ein Ding hier? Sag mal. Ist das hier so ein Riese aus Jütunheim? Oder wie heißt dieser andere Ort? Er hat Feuer. Oder Senf. Ich bin mir nicht sicher. Ich komme nicht auf den anderen Namen. Explodiert der oder was ist mit dem los? Ach, der hat wieder Gesundheit. Warum das denn? Guck mal, da kann ich auch. Ja, da tut besonders weh, ne? Ja, verdammt. Angriffsanimation kann man nicht unterbrechen, das ist ja... Nein, ist nicht dein Ernst. Oh Gott, nein. Oh. Ich lass dich hier allein und zwar einfach nur aus Prinzip. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, der andere Ort hieß doch Niflheim, oder? Ich bin mir nicht so sicher, aber dadurch, dass hier quasi Eis ist und so ein Riese ist, müsste doch das hier so ein Eisriese sein. Ja, ich mach ja schon...
Ich hau diesem merkwürdigen Säbelzahntiger-Schlange eins aufs Maul. Hallo, wie geht's denn so? Tu mal deine Senfbeule schwingen, genau. Lässt du mich mal in Ruhe? Nur weil du eine Überdosis Senf im Gesicht hast, heißt das noch lange nicht, dass du mir eins aufs Fressbrett geben musst. Ja, hallo, guten Tag, wie geht's denn so? Ich wollte eigentlich diesen komischen Fisch hier auseinanderkloppen. Ich hab kein Schimmer, was das hier eigentlich darstellen soll. Irgendwie geht das Spiel so ein klein wenig, aber auch irgendwie mit der Kamera automatisch zu irgendeinem nächsten Gegner. Das ist dezent nervig. Hi. Schöne Signalleuchte. Was du nicht sagst. Wenigstens bin ich die zwei lästigen Viecher los. Guck mal, ich kann das auch. Habe ich dir vorhin schon gezeigt, ne? Den Rückenkratzer. Ja, jetzt gibt's nochmal auf die Schulter ein bisschen. Das war ein ziemlich lascher Tod. Gut gekämpft, ihr zwei. Was? Was ist das denn? Ein Geist. Er spricht mit uns. Und er hört euch auch. Nicht so schüchtern. Nö, du, ich lese erstmal irgendwelche Einträge. Was bist du denn, ein Wicken? Okay, diese Seidre-Häscher benutzen im Kampf oft große Streitkolben. Mutter nannte sie aus irgendeinem Grund immer Wicken. Warum auch immer. Tatzelwurm? Das ist ja ein komischer Name. Ein Tatzelwurm ist halb Eidechse, halb Katze. Eine Eidechsenkatze. Oder eine Katzeneidechse. Oder sowas. So oder so ist diese Kombination schon sehr seltsam. Er vergilbt sich gerne in der Erde, um die Entfernung zu seiner Beute zu überwinden. Seine Klauen und Zähne sind extrem scharf, doch die größte Gefahr geht vom Giftstachel an seinem Schwanz aus. Seit wann haben Eidechsen Giftstachel? Oder Katzen? Hä? Was bist du für eine neblige Wolke? Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn ihr die Feuerschalen entzündet. Sedel und Hellläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Uns? Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl! Okay. Oh, ich habe einen neuen Axtknopf bekommen. Okay, das ist ja nett. Wow, er ist verschwunden. Komm, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Hier gibt's wohl offenbar wohl noch drei weitere Geister in der Gegend. Interessant. Ha. Ah. Oh, ja. Ach, da oben ist ja immer noch eine Kiste, genau, stimmt. Wie komme ich denn da bitte hin? Da liegt noch ein Item. Irgendwas wollte ich gerade sagen, ich weiß nämlich... Ach genau, warum stand da unten rechts die ganze Zeit irgendwas nächste Zeile? Was soll das denn jetzt bedeuten? Hätte ich jetzt die ganze Unterhaltung einfach skippen können, oder was? Weißt du, wieso? Achso, da oben. Noch rauf da. Ich will meine Kiste haben. Ach, da. Und die Goldkette kannst du auch abmachen. Die will ich auch zu Hacksilber verarbeiten. Ob sie auch Hackgold gibt? Hm. Was bist du denn? Zur Vorsicht immer eins machen. Okay, das hat nicht funktioniert. Gut, dann, was bist du? Ah ja, sag mal, das hätte ich auch machen können. Das habe ich sogar gerade gemacht. Hey, ein Sprachschiff. Wir sollten weitersuchen. Die Welt Muspelheim freischalten, was? Muspelheim Schiffrennen? Okay. Ich kann auch noch andere Welten betreten?
sollten wir mitnehmen. Interessant. Was war denn nochmal ein Muspelheim? Ich bin mir nicht mehr so sicher. War das irgendwo? Oh ja, da ist wieder so ein Rabe. War das irgendwas, was vor Helheim kam? Oder Hel? Was quasi die Hölle sozusagen ist? I don't know. Oder war das irgendwas neben? Ach, irgendwas war's. Da oben ist auch schon wieder irgendwas von der Kette. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, aber allen anscheinend musste ich da wohl lang, damit ich hier über den Abgrund komme. Na toll. Und den Weg, den ich eigentlich haben wollte, kann ich jetzt nicht haben. Menno. Na gut, nehme ich mein Schiff wieder und düst mal woanders. Wir sollten wohl nach weiteren Geistern Ausschau halten. Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Es sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben keine Bedürfnisse. Nur Forderungen. Aber ich möchte sie nicht ignorieren. Du wirst darüber hinwegkommen. Mutter hätte ihnen bestimmt geholfen. Wie war das, Junge? Gar nichts. Auch besser so. Ja, genau. Halt die Klappe. Ich helfe niemandem außer mir selbst. Also, habe ich das gerade richtig gesehen? Ich wollte eigentlich jetzt, wenn ich jetzt die Unterhaltung nicht hätte... Wobei, nee, ich mache eigentlich jetzt Ende. Ne? Aber ist gerade Atreus gerade wirklich allen Ernstes dahin gestraft zu dem Boot? Ohne sich zu bewegen? What the fuck? Okay, ich glaube mein Kind ist kein Mensch. Ich glaube, mein Kind ist ein Alien oder so. Ich bin mir nicht sicher. Der kann sich ohne zu bewegen fortbewegen. Das ist mir nicht geheuer. Ich hau mal lieber ab, ne? Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.